Moin Moin, das ist der Senior Didi mit einer Pierstuß-Revier. Ich bin jetzt die unterste Kronerstraße, Ecke Borsigstraße. Dann will ich mal eine Tour machen bis zur Jägerstraße hoch. Gehen wir in die Bücher rein. Das ist so Standard hier, ne? So, ich habe ja schon mal einen Film gemacht über Schweinebrücke und hier die Rohre und sowas. Da haben die auch ein bisschen Aktion gemacht. Und die ganzen Junkies und Obdachlosen und was, die haben die also wirklich ganz minimiert. Fast keiner mehr hier. Bloß, das sind die Reste hier, die geblieben sind. Ne? So, jetzt sind wir in der untersten Kronerstraße hier. Oh, was haben wir hier wieder? Da findet man alles hier. Ne? Guck mal da hier. Hier habe ich schon Ausweise gefunden. Fanclub, siehst du. Man muss eine Fan sein hier. Da muss man sich reinziehen. Ne? Das ist Natur. So, ich mache nochmal eine Pirsch hinter der Rohre. Also normalerweise war das hier alles platt getreten. Aber da sich hier nicht mehr so viel bewegt, sind hier auch schon wieder ein paar Blätter. Ja. Und das ist ja im Grunde, nachdem ich die Aktion gemacht habe mit der Schweinebrücke, haben die sich schon richtig Mühe gegeben, hier die Stadt und die Bahn, und haben so ein bisschen hier Ordnung geschaffen. Da ist eine Matratze da oben. Da könnt ihr auch mal hochjumpen, aber will ich jetzt nicht. Ich gehe jetzt mal direkt hier an der Rohre entlang bis zur Schweinebrücke. Und das ist Natur. Dann erzählen sie uns, wenn man eine Kippe auf den Boden schmeißt, treten sie sich in die Erde. Guckt euch halt mal an hier. Die ganzen Büsche vor, da kümmert sich kein Arsch drum, ne? Ist das nicht eklig? Und gegenüber wohnen die Leute hier. Wir haben keine Verträge, man, hier riecht das richtig nach Scheiße. Oder? Ach, da haben wir wieder Wasser. Da können wir mal wieder einen auflegen. Mal einen ordentlichen Pitch machen, dass wir mal wieder so ein paar Stunden nach vorne kommen. Ja. Aber wie gesagt, das hat sich jetzt echt reduziert alles. So, und jetzt kommen wir so langsam wieder in der Gegend hier. Jetzt gehen wir Richtung Schweinebrücke. Und dann sehen wir schon mal, wie das hier alles wieder totgetreten ist. So, langsam kommen wir hier ins Eingemachte. Egal, wo wir hingucken. Also, das sind tonnenweise Müll, ne? Ich habe ja auch schon bestimmt 100 Kubik, möchte ich sagen, habe ich schon rausgeholt in den Jahren. Ja. Weil das Problem ist, die Stadt und die Deutsche Bahn, das ist getrennt. Und wenn hier was drin liegt, das darf die Stadt nicht wegmachen. Die dürfen nur bis zur Straße da machen. Witze, Witzwohl hier. Richtig schön. Ein Bett haben sie hingelegt, so ist das richtig. Okay. Was soll man dazu sagen, ne? Hier jumpen sie auch mal hoch. So ist das nun mal. Ja, wir machen jetzt mal eine Pirsch. Das werden jetzt so gut 150 Meter werden. Erstmal bis zur Schweinebrücke jetzt. Ja, wird alles reingeballert hier. Ja, und dann sieht man hier, aha, da haben die ihre. Da sind genau gegenüber von den Häusern hier. Da haben sie auch wieder. Ich rede mal jetzt nicht so viel, sondern wir gucken uns das mal einfach mal an.
Sonst könnte es sein, dass ich auch mal ab und zu mal ein paar böse Worte loslasse. Ich bin ja im Grunde auch richtig verärgert darüber. Und hier ist eine Frau zum Beispiel. Das könnte ich eigentlich auch noch mal zeigen. Da ganz hinten, hinter der Rohr, da ist die Schweinebrücke, wo das Rohr da hochgeht. Ja? Und hier ist zum Beispiel eine Frau, die hat hier auch richtig das, was ich mache, eine richtige Anlage gemacht. Alles schön, seit zig Jahren hat die hier was aufgelegt. Und sich einen schönen Garten hier gemacht und alles. Aber die hat ja nicht so die Möglichkeiten wie ich, meine Lauten zu machen. Sondern die verwüsten ja alles hier. Ne? Die hat mir schon Storys erzählt, was die hier gesehen hat. Ja, was will ich sagen? Ich habe jetzt ja auch schon gesehen. Aber wie gesagt, also jetzt liegen auch schon mal Blätter hier wieder, weil hier keiner mehr rumturnt. Die Aktion Schweinebrücke hat sich gelohnt. Bloß der Dreck hier, der hier ist, der muss eigentlich noch entsorgt werden. Ne? Das ist auch eine Anlage noch von der Frau. Die hat das schön alles fertig gemacht. Ne? So. Aber hier hopsen wir rein, machen hier alles kaputt. Ja, da gehe ich gleich noch mal hin. Jetzt gehe ich aber erstmal ganz kurz. Guck dir überall hier aus. Das ist Natur, ne? Mitten in der Stadt und keiner kümmert sich drum. Keiner. Muss man sich mal überlegen, ne? Dann jumpen sie auch mal hoch. Jetzt gehe ich mal ganz kurz hier runter und will mal zeigen, was die Frau hier, ist eine alte Frau eigentlich, schon über 70, was die hier so installiert hat. So. Jetzt gehe ich mal hier diese Straße, dieses Stückchen noch mal ein bisschen zurück. Und gucken wir uns mal an, diese Anlage hier, die sie hier so installiert hat. Und alles wird wieder verwüstet. Die hat sich so viel Mühe die ganzen Jahre gegeben, wohl. Da. Das muss man sich mal reinziehen. Ja? Ich gehe jetzt mal auf der anderen Straßenseite. Also dieses ganze Stück hat die Frau hier auch angelegt, so wie ich das bei mir gemacht habe da oben. Und die macht das eigentlich ganz toll. Die hatte richtig auch ein Händchen dafür. Die sich auch die ganzen Jahre angelegt, gepflegt, gestaltet. Das ist so schöner anzusehen, als wenn man da irgendwie, was soll ich sagen? So, da bin ich ja gerade hinterhergegangen, hinter diesem Rohr. Jetzt bin ich mal ganz kurz davor. Ja. Und die sagt auch, die Frau, ich will jetzt den Namen nicht nennen, im Grunde alles für die Katz. Aber die macht es trotzdem weiter, so wie ich. Die ist auch hart im Leben. So, dann gehen wir jetzt mal Richtung Schweinebrücke weiter. Und die hat sich so eine schöne Anlage gemacht. Ne? Die ist auch immer am sauber machen und... Ja. Und das ist ja das Problem. Die Frau und ich sind die Einzigen, die hier in der Straße so ein bisschen auch mal selber was machen. Ohne dass die Stadt oder das Amt das macht. Ja, wird aber nicht gewürdigt, ne? Ja, das ist ja bei mir nicht, also das die kann sich da nicht wehren. Ich mache ja immer den Lauten dann. So, könnte man da hinten hergehen. Lecker, ne? Cool. Mitten aber mal direkt vor mal vorbeigehen hier.
So, ich bin ja schon mal vorbeigegangen, da waren in der Büsche 4-5 Ratten, die haben mich angeguckt. Ja, was ist los? Die haben da vor 10 Jahren mal einen erstochen, den Andreas, Andi. Da steht da 0203 war das. 11, ja, sag ich da, 12 Jahre jetzt. Da hat einer privat was angelegt. Auch eine tolle Sache, ne? So, jetzt gucken wir uns das mal hier an, wo das jetzt hier weitergeht. So, jetzt fängt das hier mit diesen... Jetzt sagt die Stadt, das ist unser und was hier drin ist, da haben wir nichts mehr gut. Ja, da lassen die einfach liegen, ne? Haben die keine Verträge mit. Da gehen auch welche mit dem Pick rum und picken das immer weg, aber das dürfen sie da nicht, die Stadt. Ne, das ist ja Bahnsache. Da Bahn und Stadt wird ja getrennt, also bleibt das immer hier schön liegen. Wenn man einkaufen muss, muss man hier immer vorbeigehen. Tolle Ansicht, ne? Da wird nicht gestaltet oder was. Die geben sich immer Mühe. So, jetzt hüße ich da mal in die Büsche rein. Ja, hier noch nicht. So, dann können wir jetzt mal hier weitergehen. Also wie gesagt, da wo die Container jetzt sind, da komme ich jetzt gleich zur Schweinebrücke hin. Aber ich gehe jetzt von hier aus jetzt wieder in die Büsche rein und filme von da aus weiter. Ja, also wie gesagt, das war alles totgetreten, aber zur Zeit geht das eigentlich so. Weil die alle vertrieben haben. Aber wenn Sommer wird, kommen die sowieso wieder. Alles in der Natur, wird alles reingeballert, aber keiner macht weg. Keiner für zuständig. Beziehungsweise zu teuer, da kriegt man kein Personal für. So, hier kommen wir der Sache schon wieder näher. Wir nähern uns jetzt der Schweinebrücke. Und da habe ich ja fett die Aktion gemacht vorher. Jahr. Und habe den ganzen Laden aufgemischt. Hunderte von Junkies, Obdachlose. Nicht, dass ich jetzt was gegen die hätte, aber das sind diese Leute, die hier reingehen. Da haben wir ein schönes Rattenloch. Da kann man überall hier tausende von Ratten finden. So, dann sieht man zum Beispiel, das habe ich jetzt ja alles weggekratzt. Ja. Dass die Containerstelle mal sauber ist. Eklig war das. Das, also, ja. Das ist einmal relativ sauber jetzt. Aber ich gucke mal die Rattenlöcher an. Tut gar nicht. Hab ich Bescheid gesagt vorher. Ja, gucken wir es mal an. Haben sie auch. Wir haben angeguckt, da haben sie sich das. Ja. Überall. Die sind direkt unter der Container hier. Ja, die fühlen sich hier richtig wohl. Dann lassen die das lieber so. Ach, das ist schon zu. Ja. So. Jetzt sind wir hier an der Schweinebrücke. Und bis hierhin habe ich mich durchgearbeitet. Containerstelle und Schweinebrücke. Und da habe ich überall all die Bremse reingemacht. Das haben wir noch alles hier. So. So, bis hierhin habe ich jetzt alles sauber gemacht.
Und da drehe ich auch jeden im Arsch, der hier reinhopst. Die Leute hier wohnen gegenüber und die machen ihre Dinger hier. Das ist ja unmöglich. Dann sieht man hier also, was ich so meine. Die Natur, die wird ja nicht gewürdigt, ne? Die wird einfach nur totgetreten. Von da hinten bin ich gekommen, Wolzigstraße. Dann sind wir in der Nähe von der Schweinebrücke. Und da habe ich da oben alles sauber gemacht und habe die alle verjagt. Und dann, wo ich die Aktion dann mit den Videos gemacht habe, dann kamen wir 3-4 Tage später die Polizei, Ordnungsamt und die Bahn. Das habe ich auch einen Satz gemacht. Ich gehe mal ein bisschen auf sicheren Wegen. Das sollte eigentlich jetzt nicht passieren. Aber Schwund ist ja immer, ne? So. Gehen wir mal hier hoch. So. Ja, also hier wuseln sie zwar noch rum. Jetzt habe ich denen auch gesagt, da können sie machen, was sie wollen da oben, wo sie keiner sieht. So. Ja, kann man alles hier ganz runter gehen. Und das ist hier Schweinebrücke. Da habe ich hier alles frei gemacht. Da hopsen wir auch hoch hier. Da also können sie auch. Da ist ja kein Wohngebiet. So, und hier habe ich denen gesagt, ist nicht. Die haben sich schon ein paar Tote rausgeholt. Und das will ich mir nicht mehr angucken. Andere auch nicht mehr. Ja. Da hinten können sie rumtouren. Ja, hier habe ich auch Bremse reingemacht. Also das ist ja schon seit ein halbes Jahr, wird das ja auch nicht mehr benutzt hier. Ne? Da sieht man auch. Da ich hier den Wildwuchs wirklich klopft, ja, dass man das hier einsehen kann von unten. Und das hat da ja auch Wirkung. Und da ist das Gebiet, was von mir aus anfängt. Ja? Also wie gesagt, hier kann man sagen, turnt jetzt keiner mehr rum. Ich muss hier einmal reinziehen. Direkt im Wohngebiet. Oh, da kommen welche vorbei. Immer kein Knipsen hier. Da ist die Heroldstraße, Kronerstraße. So, und hier habe ich den ganzen Wildwuchs runtergeboxt, dass man hier einsehen kann. Also sieht ganz cool aus, ne? So, 18 Minuten. Jetzt gucken wir nochmal einmal hier rein. Gucken wir, ob ich da durchkomme. Ich komme noch durch, oh, bin aber noch zu dick. So, hier war ja auch viel Wildwuchs, da hat man nichts mehr gesehen, alles weggeboxt. Alles abgesägt, ausgegraben. Das waren bestimmt 50 Wurzeln mit Gestrüpp. Schweinerücke. Borsigplatz, Bornstraße, Heroldwiese. Ja. So, dann mache ich jetzt gleich noch einen zweiten Film. Wenn er durch ist, ja. Und dann gehe ich mal auf meine Seite. Aber wie gesagt, das hier ist jetzt eigentlich relativ sauber geworden. Ne? Da unten habe ich das auch alles schon sauber gemacht, schon, den Baum. Und da ist die Containerstelle. Und da gegenüber wohnen die Leute und muss ich sich das angucken hier. Aber wie gesagt, ist alles schön frei geworden. Hatte Sinn gehabt. Bloß keiner macht den Dreck weg. Ne? Das mache ich nach und nach immer wieder.
Aber das sind nicht nur Kilos, das sind tonnenweise. Ne? Tonnen Müll und Dreck. Und das ist nicht nur oberflächlich, sondern geht wirklich einen halben Meter tief rein. So, also das ist ja, diese Aktion hatte sich schon gelohnt. Ne? Es hat nicht mehr so, es ist mehr als chaotisch, was hier abging. Ja. So, das werde ich jetzt immer wieder hier checken. Und wenn sie zu wild treiben, dann holen wir das Amt. Ne? So, packe ich mal hier runter. So, und da fängt mein Gebiet an. Und da ist kein Junkie drin, da ist gar nichts mehr. Da ist auch alles sauber. Da ist nicht mal eine Tüte, nichts mehr drin. Da habe ich in den Jahren alles rausgepflückt und jeden Tag gehe ich da rum und mache da sauber. So. Gucken wir mal hier weiter. Ich muss aufpassen, dass ich mich nicht auf den Bart lege. So. Bin ich wieder unten. Jetzt gucken wir uns die Schweinebrücke mal nochmal von unten an. Wie das jetzt von hier aus aussieht. Ne? Also wie gesagt, da schrabbel ich jetzt hier alles frei nach und nach. Und gucke, dass bis zur Containerstelle da hinten alles in Ordnung ist. Immer hier, ne? Das ist so das Ende, was ich jetzt mache. Ich habe der Frau Pohl schon mal gesagt, ne? Ich schließe da hinten an. Da war sie am Lachen. So. Na, also man sieht, das ist nicht mehr belegt. Ja. Den Haufen, den muss ich ja noch wegkratzen. Mal gucken, vielleicht kann man ja hier noch was Grünes anlegen. So, hier drin halte ich meinen Hund. Nee. Habe ich vor kurzem angesagt, ich ging hier mit dem Hund her. Ich sage, guck mal hier, da ist mein Hund drin. War am Lachen. Ist die Hundehütte, habe ich gesagt. Ups. So, die Batterie ist jetzt langsam alle, die klingelt schon. Ja, der guckt sich das auch immer an, das Elend. Die Schweinebrücke. Da habe ich schon mal erzählt, die Geschichte. Die ist schon 120 Jahre alt, die Brücke. Und da haben früher die Bauern ihre Schweine durchgetrieben. Zum Schlachthof. Ne? Deswegen heißt das Schweinebrücke. Und das ist das Revier jetzt, wo das von mir aus anfängt. Da oben habe ich eine Bremse eingemacht. Hier auch. Jetzt gehe ich mal so ganz langsam zurück zur Jägerstraße hoch. Da habe ich auch ja angelegt, dass die da nicht mit den Autos drauf fahren. Die haben gar keine Verträge hier. Ne? Am Bürgersteig wird alles vollgepackt hier. Fußgänger können wir auf die Straße gehen. Das ist aber schon mit Gras besät und Blumen. Mal gucken, was das wird. Ja. Schweinebrücke. So, ich weiß jetzt nicht, wie lange der Film jetzt noch geht. Wir haben jetzt hier schon die rote Lampe für den Akku. Mal gleich nochmal nachfolgend anführen. Und ich gehe jetzt einfach ohne zu reden mal weiter. Ja, das sieht auf jeden Fall ein bisschen annehmlicher aus. Ja? Als wenn das alles mit Müll vollgepackt ist. Und wie gesagt, diese Brombeeren, die gingen bis auf die Straße. Dann bin ich an Ordnungsamt hingegangen. Da sagt er, was echauffieren Sie sich denn so? Aber der ist ja mal in Ordnung, ne? Vom Ordnungsamt. Das ist ein Chef, der, kann ich ruhig sagen, Herr Marx. Ja, das ist der Chef vom Ordnungsamt hier.
Und der befürwortet das auch so ein bisschen. So, da habe ich jetzt noch so drei Äste rausgeschnitten hier, also ein bisschen so ein Wildhus hat das hier reingeballert. Und das sind hier die ganzen Bäume, die ich einmal vor 3 Jahren beschnitten habe. Ja, die kommen jetzt richtig schön, ne? So. Den Wildfuchs habe ich rausgeschnitten. Und da fangen auch jetzt die ersten Bäume an, die ich alle mit Efeu befreit habe. Oder von Efeu befreit habe, vom, sagen wir mal, von Rankenwerk. Und das ganze Gezupfe, was da dran ist, das sind noch so die Reste, die sind noch am Abfaulen, ne, und fallen dann runter. Ne? Also die ganzen Bäume sind jetzt auch frei von Ranken. Ne? Aber da habe ich schon ein paar Filme drüber gemacht. So, und da habe ich hier auch da die ganzen Bäume, alles was so am Wildwuchs war, die kleinen Dinger, die habe ich alle da rausgeschnitten. Da kommt jetzt richtig schön Licht rein. Platane.